Hallo und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 2 und dem Beagle. Wir nähern uns mit Claire ganz großen Schritten, ihr alles zu beenden. Wow. Habe ich jetzt daneben gelunzt? Ja, ne? Habe ich nichts mehr, sehr ärgerlich. Dann muss ich es damit probieren. Ich meine, das fletscht ja auch weg. Sehr ungünstig, dass der mir direkt, dass der direkt hier stehen musste. Wäre bestimmt smoother gegangen. Hier ist ein Pflänzchen. Irgendwo ist noch so ein Ding hier. Kann mir aber egal sein. Ich bin gespannt, ob ich das dann jetzt hier so smooth hinkriege. Ich gehe ja nicht davon aus. Modus aktiviert. Bitte Lösungsmenge an Kartuschenkapazität anpassen. Jetzt bin ich schon wieder da. Ja, ist okay. Nee. So, warte mal. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird, aber ich werde es mal ausprobieren. Das war schneller als bei Leon. Kartusche ist mit dabei. Perfetto. Jetzt zur Kühlanlage. Wir sind so kurz davor, Leute. Wir sind so kurz davor. Es fehlt nicht mehr viel. Bis auf die ganzen Bossgegner natürlich. Aber das ist ein anderes Thema. Aber das mache ich jetzt noch kurz. Das möchte ich jetzt. Da mein Ehrgeiz und so, ne? Ja, wo kommst du denn her? Wo kommst du her? Wo kommst du her? Wo? Wo? Du hast keine Berechtigung, hier rum zu derpen. Hast du nicht? Hast du nicht? Wenn ich dir das nicht erlaube, hast du hier nicht rum zu derpen. Frechheit. Wenn ich mit Leon hier was leer geräumt habe, war das auch leer, damit das mal geklärt ist.
Ich weiß, dass ich mit Cherry aber einen anderen Endkampf haben werde als mit Cherry, mit Claire, als mit Leon. Ich meine nicht, dass ich nochmal gegen den Tyrant kämpfe. Glaube ich zumindest. Ich möchte jetzt aber auch nichts ausschließen. Ich meine, der kommt zwar auch nochmal wie bei Leon, wenn ich jetzt gleich hier Kühlvorgang abgeschlossen. Krawallawu mache, aber sonst... Ich gehe jetzt nochmal hier lang, weil ich nochmal zum Menü, nochmal zum Kistchen möchte. Ich möchte ein bisschen Munition herstellen. Das lief in dem Labor hier ja auch alles echt super, ne? Wenn man sich das hier alles mal so anguckt. Richtig Porno, wie das hier lief. So, zeig mal, was ich jetzt habe. Boah, davon habe ich 60 Stück. Ich könnte mal wieder Waffe austauschen. Oder Waffe nehmen. Ja. Nee, nicht die. Wo ist die denn? Quick Draw. Und das hier. Oh, ich kann mir noch mehr Maschinen Dings machen. So. Herausnehmen. So. Das ist perfekt. Das ist perfekt, ey. Zwei. Kartuschen. So. Ich muss doch hoffentlich nichts mehr aufnehmen, oder? Und da hinten brauche ich das Teil nochmal, das weiß ich. Doch, ich muss gleich nochmal was aufnehmen. Ja gut, dann kommt das weg. Aber das reicht, meine ich, auch. Ja doch, komm, das reicht. Jetzt wird nochmal gespeichert. Leute, wir sind auf einem richtig guten Weg, ne? Muss ich so sagen. Vielleicht ist Claire auch einfach ein Ticken schneller, weil sie weiß, dass es um Cherry geht. Ada war jetzt nicht so wichtig, das G-Virus zu besorgen. Da konnte Leon sich auch einfach Zeit leisten. Das war jetzt nicht das Thema. Aber hier geht es ja wirklich um Leben und Tod. Hallo, ich möchte gerne ein Stäuberdings hier reinmachen. Oh, ich hätte die Munition drin behalten können. Wie ärgerlich. Lösung wird zerstört. Der hing übrigens jetzt ein zweites Mal. Also Leon hat ihn wieder dran geklebt. Leon hat ihn quasi nochmal dran geklebt. Eine gefährliche Lösung zerstäubt. Ihre Taten wurden aufgezeichnet und Sie müssen sich etwaigen Disziplinarmaßnahmen unterziehen. Das ist okay, damit kann ich leben. Kein Tyrant? Nehme ich hin. Nehme ich hin. Kein Tyrant nehme ich hin. Kommt mir entgegen. Ah, das lesen wir hier auch noch kurz. Ja, ist das gleiche wie bei Dings und dass wir Missetaten vollbracht haben. Da habe ich ein Blümchen übersehen. Das ist geschenkt. Läuft doch richtig prima für uns, oder? Ich finde, ich kann mich jetzt nicht beschweren, ne? Claire muss zwar ein bisschen Laufmeilen hinlegen, also Sport muss sie dann noch eine ganze Weile nicht mehr betreiben, aber sei es drum.
herausfinden. Ja, Claire, wir sind dabei, wir sind dabei. Eine Cachette. Granados. Die Granaten sind wirklich sehr gut in dem Sinne. A, W, S. Irgendwie stelle ich mich hier auch theoretisch schlauer. Ah, das ist unangenehm. Sag mal, wollt ihr mich trollen? Wenn das dabei nicht immer so unangenehme Geräusche gemacht hätte, wäre es mir egal, ne? So, das brauche ich nicht mehr. Perfekt. Die hier kann ich übrigens... Nee, die lasse ich mal. Ja, die eine Kassette habe ich jetzt leider bei ihr auch nicht gesehen. Die es auch bei Leon gab. Ich lasse mich jetzt mal eingeblendet, weil wir kennen die Kassette ja schon. T-Virus gesichtet. Wir gehen rein. Dr. Birkin, Sie kommen jetzt ganz ruhig mit. Ramsey, ich wusste nicht, dass Sie kommen. Das ist mein Lebenswerk. Ich gebe Ihnen gar nichts. Wir haben unsere Befehle, Dr. Birkin. Die arme Sherry, gesegnet mit bekloppten Eltern. Zum Teufel sollte das? Wir hatten Befehl, ihn leben zu fassen. Wir sind drin, Sir. Doch es gab Widerstand. Wir mussten die Zielperson ausschalten. Korrekt, Sir. Roger. Nur die Proben also. Abmarsch. Abmarsch. Ich habe immer noch ganz rote Flecken von den Momenten, wo ich mich erschrocken habe, sehe ich gerade. Wie immer, wenn ich eine lange Runde Resident Evil gespielt habe. Na, 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 na. Das haben wir auch alles schon gelesen. Immer. Die Kassette kann doch weg. Was mache ich denn hier? Ich will doch keinen Platz hier verschwenden. Ich sollte ein bisschen Heilung noch mitnehmen. Heilung ist bei Birkin, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, ich habe genug Munition im Zweifel. Habe ich. Es liegt hier noch irgendwas für mich rum. Nee. Ich weiß aber auch nicht, warum hier noch... Oder hier muss doch noch irgendwas für mich rumliegen. Sonst wird der mir doch nicht sagen, dass ich hier noch was finden kann. Kischt, Videokassettenrekorder. Nee, irgendwie nicht. Na gut, dann nicht. Oder gehört das noch mit dazu? Very interesting question. Schießpulver. Solange ich noch einen Platz fürs Virus habe, ist alles gut. Ich glaube, ich werde volle Löte mit dem Hochkalibrigen draufknallen. Ich habe nämlich extra Hochkalibriges. Okay, was mache ich denn damit? Säure. Noch mehr Säure, ne? Das wäre nicht schlecht. Muss ich mal gucken. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
Also, was habe ich hier? Ergibt kombiniert mit Schießpulver, so genannten oder MP-Munition. Na, weiß ich nicht. Ich weiß es einfach nicht. Ich weiß es einfach nicht. Trotz allem habe ich das Gefühl, dass ich alles in allem noch mehr zum Mischen. Oh, ist das gut. Mit ihr wirklich gut durchgekommen bin. Ach, das war doof. Ich misch mir das, glaube ich. Was bringt es mir denn, wenn ich es jetzt behalte und mir sage, alle dann. Okay, gucken wir. Staun. So, was mische ich mir denn jetzt? Zent. Nur für den Fall der Fälle. Damit kombinieren. Noch mehr Säuregranaten. Ja, komm. Wer hat, der hat. Ich würde mal sagen, wir haben jetzt so viel Säuregranaten, dass wir damit Birkin sowas von wegknallen können. Das hatten wir auch alles schon. Okay. Verdammt. Oh, sieh mal an. Okay. Wie praktisch. Oh ja. Hab dich. Und ich lass dich nicht mehr los. Gott sei Dank. Das Antivirus. Ich muss zurück zu Sherry. Mhm. Natürlich komme ich hier nicht einfach so durch. Du Arsch schon wieder! William! Das endet jetzt! Das war mal mein Mann. Ich hätte ihn töten sollen, als ich die Chance hatte. Ich weiß nicht wieso. Ich konnte es nicht. Er war ihr Ehemann. Ehrlich gesagt stand unsere Arbeit immer an erster Stelle. Was ist mit Sherry? Wie konnten sie sie alleine lassen, während Raccoon City zur Hölle ging? Ich wollte nicht, dass meine Tochter in einer Welt mit dem G-Virus aufwächst. Ja, aber das ist nicht sie. Die nächste Scheidung. Birkin hatte gleich zweimal die Chance, sich scheiden zu lassen. Ich mach das. Tut mir leid, William. Irgendwie ist William ziemlich unbeeindruckt davon, habe ich das Gefühl. Nein! Ich mach das. Kümmern Sie sich um Sherry. Du weißt nicht, womit du es zu tun hast. Ich habe eine verdammt gute Ahnung. Was du auch tust, hör nicht auf, bis es vorbei ist. Hör sie zu. Das endet jetzt. Okay, und ich mache jetzt hier einen Cut rein.
Ganz gemein, wie ich bin, mache ich jetzt hier einen Cut rein. Es ist aber schon geil, dass Leon Birkin weggeklatscht hat, wir jetzt nochmal Birkin wegklatscht. Annette anscheinend zwei verschiedene Tode hat. Es ist alles Paralleluniversum und findet trotzdem gleichzeitig statt. Das Multiversum in seiner reinsten Form. Und trotzdem passt am Ende alles zusammen. Naja, okay, ihr Lieben, ich wünsche euch einen schönen Tag. Wir sehen uns das nächste Mal beim Bosskampf mit Birkin. Haut rein.